Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. 9. Sonntag nach Pfingsten offenbart sich, so wie für der Seite des Evangeliums, aber in ganz besonderer Art und Weise, die wahre Menschheit Jesu Christi, die wahre menschliche Natur unseres Herrn Jesus Christus. Dass er wirklich Mensch war, mit einer vollständigen menschlichen Seele, zeugt uns ja eben sein Weinen, so wie er seinen Freund Lazarus beweint, so weint er Jerusalem, die Stadt, kurz bevor das Weinen sich in heiligen Zorn wendet und er die Geißel schwingt mit gewaltigen Hieben. Unglaublich, wie derselbe Gegenstand vom Gegenstand der Tränen zum Gegenstand des Zornes und der Züchtigung wird. Deshalb, weil über diese Züchtigung ja noch die Hoffnung besteht, dass die verstockte, diesseitige Seele sich doch noch ihm, dem Herrn, dem Heiland, öffne, dass die Zeit der Heimsuchung doch noch wahrgenommen wird. Die Heimsuchung ist die Menschwerdung, die Heimsuchung ist, dass Gott menschliche Natur angenommen hat und sich seinem Volke zuerst und zuallererst und eigentlich ausschließlich gezeigt hat, geoffenbart hat. Und um diese Heimsuchung nicht vorübergehen zu lassen, wirkungslos, schwingt auch unser Heiland die Geißel. Zum Unterschied der Höllenstrafe, die dann eine ewige Strafe ist, ist diese zeitliche Geißelung noch eine Strafe, die den Sinn hat, aufzurütteln, um auf ihn zu schauen, auf den Herrn, ihn zu erkennen als den wahren Sohn Gottes, ihn zu bekennen als den wahren Sohn Gottes aufgrund der Werke, die er gesetzt hat. Liebe Gläubige, wir haben über dieses Ereignis meditiert, denn es hatte immerhin zum Gegenstand auch die zukünftige, 70 nach Christus dann, stattfindende unter den Kaisern Vespasian und Titus, vollständige, restlose Zerstörung der Stadt Jerusalems. So dass der, meine ich, heilige Hieronymus, ja, sagt, die Stadt wurde neu aufgebaut, aber eben dort, wo vorher außerhalb der Stadt war, das heißt, um den Golgotha. Die Stadt aber selber ist vollständig zerstört worden. So wie der Herr gesagt hat, kein Stein bleibt auf dem anderen. Nun aber ist die Zerstörung Jerusalems ein sehr großes weltgeschichtliches Ereignis. Es ist sogar Gegenstand der Apokalypse des heiligen Johannes. Da wird sie nämlich voraus angekündigt. Was wir daraus lernen sollen, ist ein Zweifaches. Eine große Lehre für unser persönliches, individuelles, unveräußerliches Seelenheil. Dass wir die Stunde der Heimsuchung nicht vorübergehen lassen. Dass wir die Augenblicke der Gnade in unserem Leben, die früher oder später
aber sicher einmal kommen, gekommen sind oder kommen werden, dass wir diese nicht vorübergehen lassen, dass wir diese nicht versäumen. Und sollten wir sie wahrgenommen haben, dass wir sie nicht verlassen. Dass nicht unser Herr über uns zu weinen hat und dass er nicht uns mit feurigem Blick dereinst verdamme, weil wir die Stunde der Heimsuchung nicht wahrgenommen haben, weil wir nicht wahrgenommen haben, dass unser Ziel das ewige Leben ist, die ewige Glückseligkeit und nicht eine diesseitige Glückseligkeit. Und da natürlich gäbe es sehr viel zu sagen. Wir verlieren aber unsere ewige Bestimmung, wenn wir eben in den diesseitigen Dingen, auch wenn sie legitim sind, aufgehen. So sehr aufgehen, dass wir das Gebet zuerst verringern, dann vernachlässigen und dann unter Umständen vollständig einstellen. Da finden wir auch den Kern der Tempelaustreibung. Denn dass im Tempel oder unmittelbar davor die Pilger ihr Geld wechseln sollten und mit dem gewechselten Geld die Opfer kaufen sollten und konnten, das war ja vollständig normal. Aber mein Haus ist ein Haus des Gebetes. Ihr habt es aber eine Räubergrotte gemacht daraus. Warum? Weil ihr nicht drinnen betet. Nicht so sehr, weil ihr dem armen Pilger ein Schlachtvieh oder ein Geldwechsel, sondern weil ihr nicht mehr betet und aus dem an sich legitimen sogar Dienst an den Pilgern einen Raub macht für euch selber, weil ihr raubt Gott, weil ihr ihn nicht verehrt. Und ihr verehrt ihn nicht, vor allem wirft er ihnen vor in meiner Person, der ich ja der vor euch stehende Messias bin, euer Gott, der Seinsgrund überhaupt dieses ganzen Tempels, der da steht. Ich glaube, das ist für uns also eine große Lehre, dass wir die Stunde der Gnade, in der wir erkennen, unsere ewige und nicht diesseitige Bestimmung, jene Momente, jene Gnaden, womöglich bei Exerzitien oder bei sonstigen Gelegenheiten, in denen wir erkennen, wie sehr wir unser ganzes hiesiges Dasein, unseren Stand, unsere Arbeit, unser Wirken ausrichten auf unser ewiges Heil, auf unsere ewige Bestimmung und aus dieser heraus dann unsere Pflicht, unsere Standespflicht zu erfüllen trachten. Wehe, wir verlieren diese unsere ewige Bestimmung aus den Augen, weil da kann auch die legitimste und ehrenvollste Lebensweise und Standespflicht zu unserem Verhängnis werden, weil wir nicht mehr für Jesus Christus und aus Jesus Christus leben. Und dann haben wir einen zweiten Punkt beleuchtet, das soziale Moment dieses Ereignisses, das weltgeschichtliche Moment dieses Ereignisses, noch einmal, das in der Apokalypse auch beschrieben ist, die Zerstörung Jerusalems, als den Sieg des Lammes über seine eigenen Verfolger, sein eigenes Volk,
das ihn verfolgt und ans Kreuz schlagen ließ. Jesus Christus sagt die Zerstörung von Jerusalem voraus. Dasjenige, was die beiden Kaiser Vespasian und Titus 70 nach Christus durchgeführt haben, das sagt unser Heiland klipp und klar voraus. Und dieses ist dann auch prophezeit in der geheimen Offenbarung. Und dass das nicht irgendwie ein religiöses Ereignis ist vergangener Zeiten, sondern analog auch heute und vor allem in der Zukunft und in der letzten Zukunft, das heißt in der unmittelbaren Endzeit vor dem Anbruch der Ewigkeit, dass das alles so zu sehen ist, sagt uns wiederum die heilige Offenbarung. Denn in dieser schildert uns und sagt uns voraus der heilige Johannes auch die Zerstörung Roms, das heidnische Rom. Es wird vorausgesagt, die Bekehrung des heidnischen Roms in der Bekehrung Konstantins, aber es wird auch die ungeheuer gestrenge Züchtigung vorausgesagt für das dann noch heidnisch gebliebene Rom, obwohl nicht mehr institutionell heidnisch als Reich. Im Gegenteil, das wird ja Staatsreligion, der Katholizismus, aber das Heidentum verbleibt. Und dieses wird dann grausam gezüchtigt. Es sind wohl 5 die Gelegenheiten, in denen Rom von den verschiedensten barbarischen Völkern, Goten und so weiter, vollständig geplündert und ausgeräuchert wird. Und was uns anbelangt, liebe Gläubige, ist dann der sozusagen eschatologische Sinn der Offenbarung, wenn dieser Triumph des Lammes, das Triumph Christi über Jerusalem und Rom, das heißt über seine eigenen Verfolger und die heidnischen Verfolger, so ist das ganze Buch auch sinnbildlich dann durch das Mittel dieser Darstellungen der Zerstörung Jerusalems und des heidnischen Roms, auch der Triumph, die Vorausankündigung des Triumphes des Lammes über den Antichristen. Und dieser Antichrist, genauso wie die Tiere, die aus dem Meere steigen in der geheimen Offenbarung, die gar nicht einmal so geheim ist, sondern geheimnisvoll machen sie diejenigen, die dann alles Mögliche drin interpretieren wollen. Es ist eigentlich gar nicht einmal so geheim. Es ist die Offenbarung der Zerstörung Jerusalems und des Triumphes über das heidnische Rom durch das Evangelium, das weltweit 1000 Jahre lang regieren wird. Das ist die geheime Offenbarung. Und dass danach das Tier wiederum aus dem Wasser steigt und letzten Endes dann der Antichrist ist, das ist dann wirklich die Offenbarung dessen, was noch kommen muss. Und dass die verschiedensten, das Christentum, Jesus Christus und seine Kirche bekämpfenden Realitäten, Teile, Köpfe dieses Tieres sind, das ist dann natürlich klar, dass das interpretiert werden soll. Sicher somit zuallererst die Gnosis. Jene Gnosis, die dann die Philosophie, wenn man so sagen kann, oder das Nicht- und das Antidenken der Freimaurerei ist. Aber wir müssen uns immer klarer werden, dass anstatt Bergoglio Füße und Handy zu busseln und zu küssen und Kardinal hin und Kardinal her zu umarmen, und um ihn, um Bestätigung dafür zu bitten, dass wir Latein zelebrieren. Man müsste in dieser ganzen Institution, dieser neuen, aus dem Nichts,
von Satan inspirierten Institution, einer sogenannten Konzilskirche, das ist die antichristliche Bestie. Das ist der Vorreiter des Antichristen. Aber wenn wir uns begnügen, im Tempel Geld zu wechseln für Traditionalisten und Messbücher zu verkaufen, dann sind wir ja selber die zu verscheuchenden Tempelbanker. Na, liebe Gläubige, möge uns die Geißeln Jesu Christi hart treffen, damit wir aufwachen aus diesem Schlaf. Und wehe uns, wenn wir nicht unseren Geist zu Jesus Christus erheben und zu den wahren, lebendigen Tugenden des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe, von denen heute auch der heilige Hieronymus bezüglich des Kommentares zum Salomon, zur Weisheit des Salomons, Eitelkeit, alles ist Eitelkeit, sagt, dass wenn der Salomon, der im Alten Testament lebt und der noch nicht diese Weisheit haben konnte, wie wir sie haben, und dem es ja an sich erlaubt war, auch üppig zu genießen und den Überfluss zu genießen, dem es eben erlaubt war, all den Reichtum anzusammeln, den er angesammelt hat. Wenn dieser Salomon zum Schluss zur Einsicht gekommen ist, dass all der Reichtum, all die Vielfalt, all das, was er studiert hat und untersucht hat, was sich unter dem Himmelszelt Gottes befindet, wenn er zum Schluss zur Einsicht kommt, das ist alles eitel. Das Einzige, was nicht eitel ist, ist Gott, seine Gesetze, seine Gerechtigkeit, seine Größe, seine Heiligkeit, seine Ewigkeit, sagt der heilige Kirchenvater, um wie viel mehr müssen wir uns noch höher hinaufheben, die wir ja nicht in dieser alttestamentarischen Weisheit begründet sind, sondern in der neutestamentarischen Weisheit, in jener, in der unser Leben eben darin erneuert werden soll, in welchen eben diese übernatürlichen Tugenden sind, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Und darum ist es unsere Pflicht, alles zu betrachten, aber eben in Jesus Christus und somit auch, liebe Gläubige, nicht nur die Konzilskirche als die neuerdings aus dem Meer steigende Bestie, sondern wir müssen es wohl sagen, auch die der Französischen Revolution nachfolgenden sogenannten zivilen Institutionen, das sind Bestien Satans. Auch die modernen Demokratien sind Bestien Satans. Und dann glauben wir zu müssen, die Einwanderung, die Ausländereinwanderung mit dieser Bestie zu bekämpfen. Das ist ja wirklich Teufel mit Teufel austreiben. Anstatt sich zu besinnen und das ewige Ziel, das ewige Heil vor Augen habend, auf das Lamm vertrauend, das Jerusalem und Rom in die Knie gezwungen hat, so wie es auch in Zukunft ganz sicher das satanische Neurom auch in die Knie zwingen wird. Aber nicht über eine Teilbestie Satans, sondern es ist das Lamm selber, das das Neurom, das das modernistische Rom auslöschen wird vom Angesicht der Erde. Wenn wir nicht, liebe Gläubige, beseelt sind von diesen ersten Glaubenswahrheiten, dann tappen wir im Dunkeln und dann laufen wir Gefahr, nicht im Buch des Lebens
aufgefunden zu werden, wenn der Aufruf kommt. Bitten wir die Allerseligste Frau Maria, uns also zu bewahren im wahren Glauben, auf das wir unser ewiges Heil erlangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.